So, vor mir steht Robindro Ulla. Er arbeitet für die Deutsche Bahn AG und hat den Twitter-Account DB Karriere inne und erzählt mir jetzt, was die drei größten Herausforderungen für twitternde Unternehmen sind. Also die drei größten Herausforderungen für mich waren erstmal das Zeitmanagement. Es kostet unheimlich viel Zeit, sich mit Twitter zu beschäftigen und sich zu überlegen, was man twittert. Die zweite Herausforderung war der interne Respekt. Das heißt, sozusagen Mitarbeitern oder Kollegen auch zu vermitteln, das, was ich tue, ist sinnvoll, ist auch gut und sich da gewissen Respekt zu verschaffen, ohne dass darüber gelächelt wird. Und die dritte Herausforderung, würde ich sagen, ist nach wie vor das Aufrechterhalten des Ganzen. Also, dass das jetzt nicht zusammenbricht aufgrund der Tatsache, dass es vielleicht jetzt gerade ein bisschen abflacht in den Medien, beziehungsweise dass Twitter gelernt wird.